da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle. Und die fiesen, fiesen Schergen sind noch immer hinter uns her. Leider. Wir haben noch ein paar Steinchen übrig, das sollte eigentlich reichen. Für das Gröbste. Ich hoffe es. Ansonsten haben wir ein Problem. So, dann machen wir es noch Fackeln. So, hier, hier und hier. Und dann natürlich hier drin. Genau. Das müsste eigentlich reichen, hoffe ich. Stehe ich mal mein Bettchen hier auf. Sehr schön. Und dann gehen wir auch gleich ins, in die Falle. Genau, in die Falle. Ja, so wie man das früher immer so gesagt hat. Ah, herrlich. Ich lasse das mal hier, damit ich dann auch hier spawnen kann, falls gleich irgendwas sein sollte. Oder war das so? Nee, ich glaube nicht. Ich bin jetzt nicht sicher. Sind die weg? Ich glaube, ne? Ich glaube, sie sind weg. Interessant. Naja, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Aber es ist halt die Sache, gehe ich das Risiko ein, gehe ich es nicht ein? Eigentlich will ich sowas gar nicht haben. Genau, Stöcke sind okay. Ja, ich muss mich hier lang schnitzeln. Okay. Wir müssen so einen kleinen Weg anlegen, würde ich sagen. Ist dann auch doof, ne? Ha. Ich will hier ja wieder hochkommen. Mist. Ja gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, so müsste es hinhauen, denke ich. Weil ich will nämlich noch ein bisschen Erde holen. Und, ja gut, irgendwas muss ich dann hier verarbeiten, ne? Das geht so nicht. Da ist sogar zwei Slots frei, sehr schön. Ja, wir haben ein bisschen viele Fackeln, das muss man zugeben. Aber schon okay, schon okay. Ich glaube, da hinten raus wäre besser. Ja. Glaube ich auch. Hier sind nur Tierchen. Ich heile mich mal. Ich muss hier irgendwie... Ja, noch ein bisschen Erde mitnehmen. Hauptsache diese Miliz ist hin und zu mehr. Das hoffe ich eigentlich wirklich, ey. Wie viel habe ich denn jetzt? Drei. Das ist wie nichts, oder? Vier. Sieben. Okay. Sieben ist okay. Acht.
Komm schon, irgendwo muss er noch hier. Echt jetzt? Ach, da endlich. Hui. Ah, super. Gut, also die schaffen auf jeden Fall den Sprung nicht. Das ist für mich sehr beruhigend. Hui. Auch wenn wir ihn nur knapp schaffen, aber wir schaffen ihn zumindest. So. Das heißt, ich werde nach hier vorne ein Tor einbauen, damit ich hier dann einfacher rein rauskomme. Genau. Ja, das ist egal. Gut. Das heißt, das mal dahin. Und dann muss ich ganz kurz grübeln. Ich glaube so. Oder andersrum. Ja, schwierig jetzt, ne? Auch nicht. Okay. Wie war denn dann das Tor? Hm. Ich probiere mal was. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war das doch, ne? Ja, okay, gut. Dann machen wir hier ein Holztor hin. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Sieht auch ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt aus und tut das, was es soll. So, wir haben Steine. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Genau, wir machen das mal so. Der eine oder andere hat vielleicht eine Idee, was ich vorhabe. Gut, der Stein sollte da jetzt nicht hin, aber aus Sicherheitsgründen werden wir den trotzdem da lassen. Und auch, weil ich keinen Bock habe, den abzubauen und runterzuspringen, deswegen wegen eines Steins. Genau, richtig. So. Schön verbreitern, ich brauche Platz. Und da bin ich nervt. Sehr gut. So, wo haben wir es denn? Wir machen eine unendliche Wasserquelle. Genau. Na, ich mache Wasser wieder. Sehr schön. Einfach damit wir hier versorgt sind und für den Fall des Falles alles haben. Genau, das denke ich, ist jetzt am wichtigsten. Sehr schön. Das Wichtigste ist auch, dass zum Beispiel draußen Fackeln angebracht werden. Damit hier oben nichts spawnt. Man weiß ja nie, was passiert. Und wenn ich jetzt dieses Risiko eingehe, dass hier vielleicht hier oben auf dem Baum dann irgendwas spawnt, weil ich da gerade in der Nähe bin. Aber da habe ich nicht so Lust drauf, muss ich sagen. Ne? Das ist nicht so meine Welt. So. Was sollen wir dann hier entsprechend auch nochmal machen? Gut, sind die nicht auf derselben Höhe. Das ist jetzt aber nicht so dramatisch, finde ich. So, okay. Genau, das kann die Schlafkoje bleiben, denke ich. Genau, das lassen wir erstmal da drin. Okay, das heißt, wir haben Wasser. Wasser ist gut. Dann brauche ich als nächstes. Jetzt muss ich gucken, wie ich das jetzt mache. Machen wir es da. Genau, da. Ja, das passt. So. Genau, schön. Und dann machen wir das hier schon zu, weil ich habe nicht mehr so viel Steine und ich möchte es einfach nicht noch mehr verschwenden praktisch. Na, wobei, ich könnte das jetzt auch rausnehmen. Und das dann so machen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt könnte man zumindest ein paar retten. Das ist auch ganz schön. Die können wir noch gleich hier verwenden. Genau. So, dann, ja, hier mache ich das jetzt auch so. Einmal ringsrum. Jetzt soll es ja schön hell bleiben. Genau, so. Und so. Und damit hier keiner auf die Idee kommt, irgendwie jeder könnte hier hin. Machen wir das mal ein bisschen weg. Genau.
Aber das passt, ey. Okay, es müsste eigentlich ausreichend sein, denke ich mir. Dann können wir jetzt ja zum Bleistift. Genau, ein paar Stücke. Und dann nehmen wir, wenn wir nichts anderes haben, das hier. Und dann wird das Wasser, ich weiß nicht, ob es nahe genug dran ist, ja anscheinend nicht. Das bin ich gerade am Überlegen, warte mal. Genau, dann müsste es eigentlich ausreichend sein. Genau. Mal probieren. Sehr schön. Und da haue ich dann einfach die Setzlinge drauf, die ich geholt habe. Und habe dann, klar, jetzt nicht so mega viel. Aber habe zumindest schon mal einen kleinen Ertrag, mit dem ich mich versorgen kann. Alternativ. Und wir sehen, es ist hell hier an der Stelle. Ich muss mal hier noch ein paar Fackeln hin. Das heißt, wir sollten eigentlich sicher sein, denke ich mir. Mini-Baumhaus gerade mit Selbstversorgung. Kleinen Pool und Farm. Sehr schön. Nun dann, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mr. Zocker.